Hopp oder Top, Siegen oder Fliegen. All diese abgedroschenen Schlagzeilen kommen wieder zum Tragen in den Rückspielen der WM-Playoffs. Viermal Endspielcharakter. Große Spannung verspricht vor allem der Abend in Stockholm. Nach dem 0:1 in Portugal braucht Schweden einen Erfolg mit 2 Toren Unterschied. Bei einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gibt es Elfmeterschießen. In der neuen Friends Arena in Solna hat Schweden in 7 Spielen 17 Tore erzielt. Die Skandinavier jedenfalls sind auf alles vorbereitet. Die Spieler, die gewöhnlich keine Elfmeter schießen, haben heute einige trainiert. Wie sie zum Beispiel anlaufen beim Strafstoß. Denn das ist eine mentale Geschichte und so müssen sie es mal gemacht haben. Weil das letzte Mal schon lange her ist. Sie brauchen einfach wieder das Gefühl dafür. Deshalb, ja, haben wir Elfmeter trainiert. Dramatischer ist die Lage für Frankreich. Noch nie konnte eine Mannschaft eine 0:2 Hinspielpleite aufholen. Und die Ukraine hat sich als absolute Einheit präsentiert. So muss für Frankreichs Trainer Didier Deschamps aber auch alles passen. Natürlich ist es machbar. Nichts ist unmöglich. Das Risiko ist da. Aber wir müssen ein außergewöhnliches Spiel erwischen. Alles muss stimmen. Wir müssen über uns hinauswachsen, aber dabei die Kontrolle behalten. Im Lager der Ukraine herrscht große Euphorie. Den Osteuropäern winkt die 2. WM-Endrunde nach 2006 in Deutschland. Dann hätten sie ihren Playoff-Fluch besiegt und im 5. Anlauf endlich die Ausscheidungsspiele erfolgreich abgeschlossen. Darauf setzt auch Kroatien. Das Team des geborenen Berliners und Ex-Bayern Niko Kovac benötigt nach dem 0:0 in Island einen Sieg, um sicher zu gehen. Ich weiß es, wir alle wissen es. Dieses Spiel ist wie ein Finale. Es ist für uns sein oder nicht sein. Die Kroaten, die vor allem auf den Münchner Mario Mandzukic im Angriff setzen, sind klarer Favorit und fest von ihrer 4. WM-Teilnahme überzeugt. Im 4. Playoff-Rückspiel wird es schwer für Rumänien, die 1:3-Niederlage in Griechenland wettzumachen.